Sehr schön kann man auch den Cowboy in der Landung sehen. Das macht der Marc sehr gut. Hi, liebe Leute, ich bin's wieder, Marc. Ich bin hier in einem meiner zweiten Wohnzimmer, Willing quasi. Und ich habe den Thomas dabei. Den kennt ihr von Free and Ride. Also check mal seinen YouTube-Kanal, verlinke ich mal unter dem Video. War oft hinter der Kamera oder auch vor der Kamera mit dem Roadgap in Winterberg. Hohe Dropswagen. Das Video verlinke ich auch mal. Ja, Thomas, mit 40 Jahren. Und wo wir beim Thema sind, droppen, er hat sein schickes neues Bike dabei, seht ihr hier. Und der Drop ist ein bisschen älter als das schöne neue Fahrrad. Aber das Thema heute ist hier ungefähr Hüfthöhe. Wann muss man bei einem Drop normal droppen, also sich runterfallen lassen mit einem Floater? Und wann sollte man richtig abziehen? Also, dass man entweder mit einer Bunny-Hop-Technik oder mit einer Preload-Hop-Technik mehr Distanz machen kann. Ich zeige das mal hier, dann seht ihr das. Hier ist die Absprungkante und da, wenn man in die Landung rein will und nicht ins Flat landen, muss man schon, natürlich man hat Tempo, kann man verschiedene Techniken machen, um dann wirklich da reinzukommen. Und wir möchten euch einfach mal beides vormachen, dass beides möglich ist und wo die Vor- und Nachteile liegen und euch noch ein paar Fahrtechnik-Tipps dabei geben. So, es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch vom Ton das ganz okay. Und ja, Thomas ist jetzt da oben und er wird jetzt weniger Tempo nehmen und aktiv abspringen, um da die Weite von Absprung zur Landung zu schaffen. Und er macht es mal vor. Okay, also wahrscheinlich muss er sogar noch ein bisschen bremsen, dass er hier nicht zu schnell wird. Genau. So, da habt ihr gesehen, um die Weite noch zu bekommen, ist er aktiv abgesprungen. Das würde er auch machen, wenn er vielleicht ein bisschen sein Bike tablen will oder ein bisschen stylen. Oder andere Slopestyler würden vielleicht noch einen Barspin machen oder so. Müssen wir mal Lukas Knopf fragen und Kollegen, die dann mehr abziehen. Genau. Also ihr seht die Landung. Muss man schon so ein bisschen in die Anliegerkurve reinspringen. Man kann natürlich auch noch weiter links abspringen aus dem North Shore Brett und dann kann man auch noch weiter hier links landen, dass man nicht so schräg landet. So, jetzt der Thomas mal vor der Kamera. Und zwar zeigt euch der Marc jetzt die Floater-Technik. Das ist eigentlich die verbreitetste Technik und die passiert mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Was allerdings hier kein Problem darstellt, da ein langer Anlaufweg ist. Der Marc kommt jetzt. Und jetzt benutzt er die Floater-Technik. Genau. Super sauberes Landungsgeräusch. Also liebe Leute, ich rede ein bisschen lauter, dann hört ihr es trotz des Windes. Man kann jetzt hier, je nach Tempo, eine Mini-Bunny-Hop-Bewegung machen. Und das ist, wenn man erst das Vorderrad abspringen lässt und dann das Hinterrad, also ganz normal, wie man es gewohnt ist. Das ist eine sehr safe Technik und eignet sich auch sehr gut für den Pre-Hop. Wenn man extrem schnell kommt, dann kann man auch schon ein Stückchen früher abspringen. Und dann trotzdem noch sauber in die Landung reingehen. Auch wenn man jetzt einen Styler machen will, Vorderrad einschlagen oder ein bisschen Tabletop, je nachdem, was ihr da so macht, ist das super. Was viele machen, ich will es nicht verurteilen, weil es ist so ein bisschen Geschmackssache auch, die machen einen Preload-Hop oder Rebound-Hop, je nachdem, wie man es nennt. Die kommen an und kurz vorm Absprung komprimieren die Dämpfer und Federgabel, indem sie sich klein machen. Und sich dann wieder groß machen und schon ist die Gefahr, dass das Vorderrad runtersackt, gebannt und sie landen sicher rein. Das ist auf jeden Fall auch eine Technikvariante. Ihr könnt euch ja mal selber filmen, ob ihr das macht, die, wenn ihr die gut abrufbar habt, auch recht sicher ist. So, der Marc fährt jetzt, macht jetzt einen Mini-Bunny-Hop als Absprung beim Drop, fährt jetzt an. Okay, Mini-Bunny-Hop. So.
Sehr schön kann man auch den Cowboy in der Landung sehen, das macht der Marc sehr gut. So, jetzt macht der Marc für euch den eben angesprochenen Rebound Hop, wo man quasi aktiv runtergeht und das Fahrwerk komprimiert und dann quasi die Zugstufe benutzt, um Airtime zu gewinnen und vom Sprung wegzukommen. Vorteil bei dieser Technik ist, dass gerade beim Drop funktioniert das sehr gut, weil Vorder- und Hinterrad gleichzeitig angehoben werden. Dadurch kann das Vorderrad nicht absacken und man landet neutral. Also ganz wichtig nochmal, Linienwahl auch bei Drops ein Thema, gerade im Bikepark, dass man sich das vorher anschaut. Hier ist es klar, die Landung geht so ein bisschen in der Anliegerkurve rein, deswegen springt man eher nach links ab. Da hat man nicht die Gefahr, dass man zu weit, wenn man hier gerade ausrauscht, springt. Rechts kommt in diesen Wiesenhang rein oder dahin steht auch ein Baum. Das haben sicherlich schon einige Leute hier gemacht, die den zu gerade oder zu weit rechts gesprungen sind. Also bitte, egal welche Droptechnik ihr macht, ihr habt die Geschwindigkeit und Höhe, das Risiko ist größer als bei irgendwelchen Manövern, die ihr am Parkplatz übt. Also sich vorher alles genau anschauen. Thomas macht jetzt die Variante vor, die Kante wegzuschlucken. Er macht sich vorher ganz, ganz klein vor der Kante und kann dann mit einer leichten Floater-Technik möglichst schnell auch sein Rad danach wieder zum Boden schieben. Er macht's mal vor. Also, da kommt der Thomas, genau, hat viel Tempo, er will schnell wieder zum Boden. Genau. Konntet schön sehen, wie er sich in der Flugphase sein Fahrwerk wieder ausgefahren hat, um dann die Landung geschmeidig abzufedern. Das ist eine Technik, die Racer auch viel machen. Möglichst schnell wieder Bodenkontakt. So, also jetzt nochmal eine Variante, ähnlich von der Bewegung her wie der Floater Drop, also das Rad nach vorne schieben, aber ich sage jetzt mal, statt dem Schieben ein richtiges Schubsen machen. Ist nötig, wenn du eine Kante sehr spät siehst, in einem Trail, normalen Trail, du bist langsam und brauchst halt bei dem wenig Anlauf, ihr könnt es gut erkennen. Also, er wird jetzt hier an der Ecke abspringen, der Thomas, und hat quasi nur anderthalb Radlängen Anlauf. Damit sein Vorderrad nicht absackt, gibt er dann richtig Impuls und schubst den Lenker nach vorne. Genau, und er macht es mal vor. Also, Blitzdrop habe ich auch in dem Video Geländekanten am Gardasee. Das verlinke ich euch nochmal auch schon gezeigt. Und das ist auch eine gute Variante. Wichtig ist, ihr dürft nicht schnell auf eine Kante zufahren und einen sehr starken Impuls geben, weil dann werdet ihr extrem heiklastig und eine Klappmesserlandung machen. Also mit Schwungkampf, den Blitzdrop mit mehr Impuls. So, liebe Leute, also heute im Grunde auch wieder ein Inspirationsvideo. Ich verlinke euch nochmal die benannten Videos, aber auch nochmal ein Fahrtechnik-Video zum Droppen, häufige Dropfehler und Droptechniken generell. Eigentlich, wenn ihr dann noch die Tricks da hinzunehmt, da gibt es noch ganz, ganz viele Varianten, wie man droppen kann. Wir haben jetzt ein paar vorgemacht und wollen euch motivieren. Ich wollte euch nochmal zum Abschluss sagen, filmt euch mal selber, wenn ihr eure gewohnte Dropkante in eurem Homespot oder in eurem nächstliegenden Bikepark macht. Und dann guckt mal, was macht ihr automatisch, ohne nachzudenken. Also kommt da ein Floater, das wäre natürlich optimal, das ist eine sehr sichere Technik. Oder kommt da vielleicht ein Preload-Hop oder vielleicht sogar ein kleiner Absprung mit einem Mini-Bunny-Hop, damit ihr mal seht, was macht ihr automatisch, wenn ihr nicht darüber nachdenkt, wie ihr jetzt droppen müsst. Ja, und wo liegt dein Lieblingsdrop, in welchem Bikepark, Thomas? Mein Lieblingsdrop liegt im Bikepark OE, das ist im Skigebiet Fallenscheid. Hashtag Lift ist an. Den 2-Meter-Drop, den fahre ich da eigentlich am liebsten. Ist auch noch ein echter Drop, weil Drop bedeutet ja eigentlich fallen lassen. Und da kann man sich noch fallen lassen, weil viele Drops in Bikeparks werden eher als Gaps gebaut und sind gar keine Drops mehr, sondern sie werden im Flow-Speed gefahren. Und im Winterberg zum Beispiel vom Road Gap, da gibt es noch einen Fallenlass-Drop, den fährt kaum jemand, weil man keine Anfahrt hat. Auch den kann man in dem verlinkten Hohe-Drops-Wagen-Video von Marc sehen, da fahre ich den nämlich. Anfahrt und er droppt. Yeah! Ja, und ansonsten wollte ich sagen, nutzt das Wetter, nur wer im Matsch fährt, kann im Matsch fahren. Richtige Klamotten und danke nochmal an Thomas. Und wir werden jetzt die Strecke runter flowen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.